Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Andrea Bastelt mit Action TV und Co. Und heute habe ich wieder ein Timo-Haul für euch. Und zwar so ein bisschen Nähsachen. War natürlich wieder Alina Craft ist auch dabei. Das zeige ich euch gleich. Ich kann nur sagen, ich bin absolut zufrieden mit Timo. Ich kaufe da jetzt schon relativ lange ein und habe jetzt bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ob das ums Rücksenden geht, dann sind ja 90 Tage Zeit zum Rücksenden. Pro Bestellung könnt ihr einen Artikel umsonst zurücksenden. Dann habt ihr das zurzeit immer noch versandkostenfrei. Und dann natürlich, was mega cool ist, ist der Preis, die Preisanpassung. All das erkläre ich euch in einem Extra-Video nochmal. Und dieses Extra-Video verlinke ich hier nochmal und steht auch in dem ersten Kommentar. Das heißt, wenn du noch nie bei Timo bestellt hast, aber das gerne machen möchtest, dann schau dir das Video an und nutz vor allem hier den Code von mir. Dann hast du ein 100 € Gutscheinbündel. Okay, ihr Lieben, ich fange einfach mal an. Ich packe das mal so ein bisschen hier zur Seite. Und dann fange ich einfach mal hier mit ein. Ich habe mir so ein Volumenvlies, so eine Rolle mit Volumenvlies bestellt. Das ist zum Beispiel auch schön, wenn man jetzt irgendwelche Sachen macht, wo einfach der Stoff verstärkt werden muss und wo das auch ein bisschen Volumen haben muss. Genau, die kommt zu unseren Nähsachen. Dann habe ich verschiedene Lineale genommen. Das packe ich mal kurz aus. So, dann fange ich einmal mal mit diesem großen Lineal an. Und das hat hier auch eine Maßeinheit. Hier sind noch Gradzahlen eingegeben. Und dann mal gucken, das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das beides Inch ist. Gucken wir mal. So, mal sehen. Ja, das ist Inch auf der Seite und auch auf der Seite. Es ist beides Inch. Ja, aber genau, da müssen wir mal gucken. Eigentlich ist es ein bisschen blöd, weil das wollte Joe haben, um dann auch abzumessen. Aber naja, was ich hier ein bisschen bemängeln muss, ist, also ich sage euch auch, wenn mir was nicht gefällt, ist, dass das so ein bisschen krumm gekommen ist. Ne, dadurch, dass das ja an diesen Tüten kommt. Also heil ist es, ne, es war auch gut verpackt, aber es ist jetzt so ein bisschen gekrümmt. Da müssen wir jetzt noch mal gucken, wie wir das gerade kriegen und dann mal sehen, ob Joe da überhaupt was mit anfangen kann, weil es ein Inch ist. Mal sehen. Aber sonst finde ich das eigentlich sehr gut. Das hat auch eine schöne Dicke, also fühlt sich sehr stabil an. Genau, das geht in so sein Nähzimmer. Und dann haben wir, da brauche ich jetzt mal so ein Blatt. Ich nehme mal so ein weißes Blatt, damit ihr das überhaupt seht hier. Dann habe ich so verschiedene Lineale gekauft. Das ist so ein Set. Mal sehen, so rum. Das scheint aber Zentimeter zu sein. So rum ist es. Das müssen Zentimeter sein. Warte, ich jetzt das Lineal gelassen. Mal gucken. Das sind Zentimeter, genau. Und da kann man dann eben halt so verschiedene Rundungen und sowas abmessen. Das finde ich eigentlich ganz toll fürs Nähen. Ne, hier sind dann verschiedene Sachen, die man abmessen kann. Ne, das ist so ein Set gewesen. Da war das alles mit bei. Dann ist da hier noch so ein großes hier. Da sind dann auch die Rundungen und hier sind wieder so eine, wie so ein Geodreieck eingezeichnet. Ist immer je nachdem, was man macht. Aber dass wir einmal so ein Grundsortiment einfach haben an Linealen. Und dann haben wir hier noch, das ist auch Zentimeter, das hier oben müsste wieder Inch sein. Genau, und da kann man, ja, das wird hier oben Inch sein und hier unten Zentimeter. Die sind dann auch dünn, also die würde ich dann zum Abmessen nehmen. Vielleicht kann man das auf das andere Lineal raufsetzen, da muss ich mal gucken.
Genau, da waren zwei so eine Lineale bei. Das ist dann hier nochmal ein bisschen anders. Da sind dann immer verschiedene Möglichkeiten zu messen. Hier ist zum Beispiel auch ein Winkel mit drin. Dann, mal gucken, ist das sogar 90 Grad Winkel? Das ist sogar 90 Grad Winkel. Das ist natürlich auch immer gut beim Nähen. Kann man das auch immer sehr gut gebrauchen. So, dann war dann noch dieses dabei. Genau. So, ja, da ist auch noch so eine, eben halt für Rundung, wenn man eben halt in Rundung auch schneiden oder anzeichnen muss. Also ich habe jetzt auch ein Schnittmuster selber entwickelt für die Schnulli-Tasche. Und da werde ich wahrscheinlich noch viel mehr machen. Also ich nehme euch auch mal mit Nähen und auch, ich habe ja eine Bernette Nähmaschine und dann habe ich ja die große Stella, da nehme ich euch auch mal mit. Aber überwiegend werdet ihr nähen auf Anjos Basteloase, unseren zweiten Kanal, sehen. Da werde ich dann meine Nähvideos auch zeigen. Also nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem anderen Kanal. Schaut da mal ran, da macht Joe auch richtig tolle Sachen. So, das war so das Erste. Das Zweite war, ich kann immer das hier so liegen lassen, dass ich mir mal solche Washi-Tapes da mitgenommen habe. Und der Kasten ist ja auch schon total süß hier. Machen wir hier mal so auf. Natürlich ist alles wieder verlinkt in der Infobox. Ich freue mich natürlich, wenn ihr über meine Links geht. Damit unterstützt ihr mich dann auch ein bisschen. Freut mich dann auch immer. So, ich finde das immer so schön, wenn das in so einer schönen Schachtel ist. So, dann ist da einmal, ich muss mal gucken, wo habe ich denn hier eigentlich meine Kamera hier? Völlig verkehrt. So, ich hatte vorhin hier was umgebaut, deswegen hier ist zum Beispiel süße Blümchen sind da drauf in Flieder. Richtig toll. Dann so ein schmales auch so mit Blümchen. Das ist auch total schön hier. Ich habe immer so ein Motivpapier mit Washi-Tape gemacht. Schaut da sonst mal in die Videos. Mit Washi-Tape kann man sich ganz toll so ein Papier machen. Das finde ich auch süß, so eine Blumenwiese. Dann hier auch nochmal Blumen und das andere sind so, so ein Muster. Dann hier auch. Das ist so ein bisschen breiter auch. Ich kann es auch mal abziehen. Ist auch so eine schöne Blumen drauf. So. Dann hier, das finde ich auch interessant. Einfach nur so ein bisschen mit so einem Farbverlauf. Sind da dann drauf kleine Wale? Oh, das ist ja süß mit so einem Pottwal. Ja, mega cool. So, dann hier in zwei nochmal mit so einem Muster. Genau. Ich nenne die Preise extra nicht, weil Timo nämlich die Preise immer anpasst und dann ist das auf einmal viel günstiger. Und deswegen, ich lasse das mal so, ich finde es so eigentlich ganz schön. Deswegen nenne ich die Preise nicht. Wenn ihr in der Infobox reingeht, da sind ja die ganzen Links und die Links anklickt, dann kriegt ihr den aktuellen Preis. Dann habe ich natürlich auch wieder zwei Standset mitgenommen. Einmal diese tollen Luftballons. Alina Craft ist so mega. Ihr bestätigt mir das immer wieder und ich bin so begeistert von Alina Craft. Ich habe eigentlich alles, was Alina Craft bis jetzt bei Temu zu bieten hatte, habe ich mir auch bestellt und ich habe so einen richtigen Schatz eigentlich, was ich da alles an Standschablonen habe. Und man kann das alles miteinander auch kombinieren und die Sachen sind wirklich richtig durchdacht. Also probiert das mal aus mit den Sachen. Und das fand ich jetzt auch cool. Und zwar sind das nicht nur so einfache Mädels, die man da machen kann. Nein, das sind Schwangere. Und das finde ich ja auch cool.
cool. Wir basteln nachher auch im Anschluss hier mit Alina Craft, aber mit einem Set aus dem letzten Haul. So, sorry. Dann habe ich hier eine Tüte mit diesen Klammern mitgenommen. Und das mache ich ja ganz viel, dass ich dann Klammern setze, wenn ich nähe. Und also nicht immer Stecknadeln. Wo ich klammern kann, klammer ich und sonst mache ich Stecknadeln. Da sind 50 Stück drin. Das ist so eine ganze Tüte voll. Genau, da haben wir schon so ein paar von. Aber ich habe noch mal so ein paar mitbestellt. Dann habe ich noch mal mitbestellt hier Kreide, Schneiderkreide. Und da kann ich euch nur sagen, wenn ihr bei Temu kauft, schaut immer mal so ein bisschen auf die Größe. Ich habe gedacht, das sind so lange normale Stifte, nein, es sind ganz kurze Stifte. Ich bin gespannt, wie die auf Stoff zeichnen. Ich gucke mal ganz kurz. So, ich habe hier so ein Stück roten Stoff. Und das mache ich mal kurz auf. Ich bewahre ja auch so eine kleine Stoffreste auf, weil das ist ja immer dieser teure Stoff aus dem Stoffladen hier in Kiel. Und manchmal braucht man nur so ein kleines Stück. Ich mache ja ganz viel auch in Applikation mit der Stickmaschine. Und manchmal brauchst du nur so ein ganz kleines Viertelstück. Deswegen einfach aufbewahren. Ja, die malen sehr gut da drauf. So, können wir mal einmal so ein Lineal nehmen. Hier so ein kleines. Zeichne ich mal an. Das geht sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hupp, hupp. So, bleibt da oben. So, und dann lässt sich das ja nachher ganz einfach auswaschen. Aber die finde ich schon mal gut. Bleiben dann mal so in dem Tütchen drin. Dann nehme ich mir dann hier einen raus. Pack den zu meinen Nähsachen. Und den Rest lasse ich so in der Tüte. Ja, das finde ich sehr gut. Also ich zeige euch das nochmal. Guck mal. Kann man wunderbar sehen, um das anzuschneiden. Und dafür sind die Lineale natürlich gut, dass ich jetzt so richtig schön in die Rundung anzeichnen kann. So, dann habe ich mir mal so ein kleines Set geholt hier. Und zwar ist es dieser hier, Moon Magic. Und ja, da ist alles drin, was man braucht. Ne? Da ist einmal ein Lineal, sogar bei einer richtig schöne Pinzette und so einen kleinen Schraubenzieher. So, mal gucken. Ja, die finde ich eigentlich sehr gut. Genau, dann Schraubenzieher. Dann ist hier die Bedienungsanleitung und die ist in, so mal gucken, ist es Englisch? Ja, es ist Englisch. So, mal gucken. Aber meistens ist das ja immer selbsterklärend. Ne, ach so, hier ist dann auch gezeigt, was man nehmen muss. Da ist auch die Bezeichnung drauf. Auch die Bezeichnung drauf von den Teilen. Also hier A3 soll man nehmen, A1 und A4. Und dann soll man das so zusammen machen. Ne, also das, man braucht dafür nicht unbedingt lesen können. Die Maßangabe sind in Zentimeter, das ist auch schon mal gut. Und dann baut man das Stück für Stück zusammen. Und ja, richtig, richtig süß. Jetzt hole ich euch mal ein bisschen ran hier. So richtig, richtig süß. Auch die kleinen. Denn hier so das Regal, ganz, ganz niedlich hier auch. Gerade so für Harry Potter Fans. Hier dann auch der Zauberhut, den man da so machen kann. Dann hier so ein richtig schönes Regal auch. Ganz, ganz niedlich ist das gemacht. Hier dann der Tisch. So, und hier ist dann auch das, was man dann ausschneiden muss.
Das finde ich schon mal richtig cool. Dann ist hier das, was man alles ausschneiden muss. Ja, gut, aber ausschneiden finde ich jetzt selber nicht so schlimm. Was ich hier jetzt sehr gut finde dran ist, dass das nicht in sich nochmal so gebogen ist. Hier sieht man mal, wie klein das nachher wird. Das ist so ein richtig kleines Teil. Wir können mal gucken. Das wird hier dann 8,9. Nicht ganz nah. 8,9. Wisst ihr was? Wenn man das fertig hat, dann müsste das eigentlich in eine Exklusionsbox reinpassen. Mal gucken, wie hoch die Mauer ist. Die ist auch 9 cm. Das heißt, das Teil passt in eine Explosionsbox rein. Ja, wie cool ist das denn? Ja, das ist doch mega, ne? Dass man das dann so für Harry Potter Fans, ne? Ich denke nachher so zu Weihnachten vielleicht, ne? Bis man das fertig hat oder ich das fertig habe, ist das doch eine coole Geschenkidee. Deswegen auch die Pinzette, die ist ganz wichtig. So, und dann gucken wir uns das mal an, was da so drin ist. Da sind dann auch noch Plexiglasscheiben drin. Ich weiß nicht, ob die noch davor kommen. Nachher 4 Stück. Dass es dann auch in so ein Plexiglas ist. Also, dass es dann nachher richtig, ja, cool. Hier sieht man das. Das kommt nachher in so ein Plexiglas rein, so dass der ganze Kasten nachher richtig geschützt ist und als Deko hingestellt werden kann. Ja, das finde ich ja wohl mal mega. So, dann machen wir noch mal das Tütchen auf. Und dann holen wir das mal raus. Das kann ja ruhig so da rein wieder. So. Hier sind denn so die ganzen Teile drinne. Hier sind die Holzteile und die sind schon gefärbt. Das finde ich ja toll, wenn ich nicht noch extra was anmalen muss. Ne? Und hier ist dann noch mal irgendwas. Hier ist dann für Licht, also ist auch Licht da drin. Keine Ahnung, da muss man dann hier gucken. Dann ist hier noch so Bänder drin. Hier noch Kleinkram für die ganzen Sachen, die man dann zusammensetzen muss. Hier sind noch die Perlen dazu. Also es ist schon eine friemelige Angelegenheit. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das echt Spaß macht. So, was haben wir denn hier noch drin? So, und wie gesagt, dass das schon angemalt ist, das finde ich richtig cool. Und auch, dass da jetzt kein, wie bei den von Action manchmal, denn ist da ja immer dieses Form, ich komme jetzt gerade nicht drauf, nicht Fimo, sondern irgendwie so eine lufttrocknende Formmasse bei. Und ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig, finde ich, damit was zu formen. Ne? Das ist also, und dennoch so ganz klein. Ich bin da ja mit Modellieren nicht der Perfekteste. Aber es ist ja zuckersüß. Schaut euch das mal an. Das ist denn die eine Seite, da kommt dann das die Mauer rauf. Ne, das ist wahrscheinlich das Unterteil, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich so da dann raufkommt nachher. Oh, ich glaube, das ist wirklich richtig zuckersüß. Und dann wird das da so richtig rauf gemacht. Und ja, das erschlägt mich auch jetzt nicht mit dem, was man da so machen muss. Ich glaube, das nehme ich mir wirklich mal mit rüber und mache das mal so abends in Ruhe. So, und davon gibt es so verschiedene Sets. Ne, ich habe ja jetzt diesen Moon Magic genommen und dann gibt es hier noch die Saftbar und Garten-Szene und hier, das ist wohl das China-Restaurant hier. Richtig, richtig toll. Ich bin begeistert. Ja, das packen wir auch mal kurz zur Seite, weil jetzt will ich euch nämlich was zeigen. Das ist so klasse.
Und ich denke mir mal, das kann jeder von euch gebrauchen. Und zwar das hier. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ihr wisst ja, dass ich immer mit diesen Werkzeugen dann die Blumen zum Beispiel präge, ne? Damit das oder 3D-Bilder präge oder überhaupt Bilder, die ich auf eine Karte raufsetze, präge. Dafür braucht man ja immer eben halt so ein Tool und das ist immer wichtig, dass man da eben halt so rüber geht und dass das eine richtige Kugel hat. So, und das ist so ein ganzes Werkzeugset und das ist wirklich vom Preis, ich glaube 14 Euro und meinte ich war das, ne? Also wirklich unschlagbar. Das ist jetzt mein zweites, ich habe schon eins, das habe ich schon ganz lange, deswegen wird dieses wohl auch an den Flohmarkt gehen, aber ich kann euch das nur empfehlen. Und wenn ihr dennoch den Gutscheincode nehmt, also wenn ihr die App neu runterladet, dann kostet euch das ja bald gar nichts mehr. So, das ist so umfangreich. Das ist Wahnsinn. Und hier sind nämlich auch, und das ist richtig schweres Material, sind die Kugeln drin. Ne, hier sind die auch schön griffig. Und die sind jetzt in verschiedenen Größen. Ihr habt da alle Größen, die ihr eigentlich braucht, um die Bilder so einmal zu prägen. Und das, was ich hier auch so toll finde, ist hier auch diese kleine Kugel. Ich muss mal gucken, ob ich die auch habe in meinem Set. Ich muss noch hier mal mein Set runterholen. Ich weiß gar nicht, ob das so umfangreich ist wie dies hier. Das habe ich nämlich damals, ich weiß gar nicht, wo ich das her, ich glaube von Amazon habe ich das gehabt. So, und dann sind hier alles so Moduliersachen. Hier ist zum Beispiel so, das ist nicht kaputt, sondern da ist so eine Prägung drauf. Das heißt, wenn ihr damit so rüber geht über euer Fimo oder eure Modelliermasse, dann kriegt ihr dieses Muster da drauf. Und auch hier ist so eine Kugel drauf. Dann hier auch wieder. Ne? Das ist dann so ein, ja, wie so eine Art Spatel. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt alles ist, aber hier habt ihr dann nochmal so ein anderes Muster. Wenn ihr darüber geht, hier ist dann, ja, denn hier ist ja so eine Spitze vorne drauf, also so eine, so, dass man da was aufnehmen kann mit. Dann sind hier die ganzen, das ist ja Silikon hier oben dran, nehme ich mal an, dass es Silikon ist. Und damit könnt ihr dann ja ganz toll so Feinarbeiten machen. Also ich habe das auch ausprobiert mit meinem Set, was ich hier habe. Und ja, ich bin da sehr zufrieden. Ich werde euch das nicht zeigen, weil das ist wirklich so, wie ich auch mein Zebra gemalt habe. Also ich habe da nicht wirklich Talent. Aber mir macht das Spaß zu modulieren. Und für mich mal so nebenbei finde ich das ganz toll. Und ja, aber wie gesagt, für den Kanal reicht das nicht aus. Deswegen werdet ihr das bei mir nicht sehen. So, dann sind hier noch ganz feine Spitzen. Ganz, ganz feine Spitzen. Ganz, ganz feine Kugeln, wo man mit modellieren kann. Wo man dann auch so kleine Löcher stechen kann, wo vielleicht ein Auge nachher rein soll. Hier ist etwas, wo ihr dann was mit abmachen könnt. Und das ist hier aus Holz. Und hier sind dann auch, das ist hier so ein Drahtpinsel. Und ja, hier habt ihr so kleine Bohrer. Ist natürlich auch gut, dass es dann durchgeht, wenn man nachher noch ein Band durchmachen will. Und ja, es ist hier, sind so zwei Bürsten, keine Ahnung, wofür die sind. Also vieles weiß ich gar nicht, wofür das ist. Habe ich vielleicht auch dann einfach nur zweckentfremdet. Ich habe diese Tasche bei mir schon echt viel, viel benutzt. Und ja, ich kann sie euch echt empfehlen. Richtig, richtig toll. Hochwertig auf alle Fälle. Und ja, ihr habt das in so einer Rolltasche drin. Dann könnt ihr das alles so aufrollen. Und dann könnt ihr das hier so zusammen machen. So, und hier ist dann schon mal so der erste. Ja, ich muss das wohl noch ein bisschen mehr zusammen machen. Dann könnt ihr den ersten einknöpfen. Fragt mich nicht, wo der zweite für ist. Ob man das noch irgendwo ranhängen kann zum Einknöpfen, keine Ahnung.
Das hat sich bei mir nie erschlossen, wofür der genau ist. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul von Timo. Und dann bereite ich jetzt alles vor, dass wir zusammen basteln. So, ich habe jetzt diese tolle Stanze genommen. Mega, sage ich euch. Richtig mega. Und ich mache damit... ich muss immer mal einen kleinen Schluck trinken. Ein Stempelbuch. Ich habe gedacht, das ist doch eine coole Idee, mal so ein Stempelbuch zu machen. Da habe ich einfach jetzt den äußersten Rahmen, habe ich jetzt ein paar Mal ausgeschnitten aus verschiedenem Papier. Hier habe ich zum Beispiel hier Aquarellpapier genommen. Dann habe ich hier Stempelpapier, normales Stempelpapier. Nochmal so anderes Aquarellpapier genommen. Und habe mir da so einiges jetzt ausgestanzt, dass ich schön fröhlich drauf losstempeln kann. Und dann kann ich dieses Buch mit einer kleinen Federtasche mit ein paar Buntstiften mitnehmen und dann unterwegs da drinnen die Stempel ausmalen. Das steckt so hinter dieser Idee. So, und dann mit der zweiten Stanze habe ich mir Motivpapier ausgestanzt. Das klebe ich jetzt hier erstmal rauf. Ja, ich glaube, ich mache das mal mit diesem Klebeabroller hier. So, das ist dann für die Vorderseite. Und das ist dann so, mal gucken, so muss ich das drauf machen für die Rückseite. Da habe ich jetzt Papier genommen von Teddy, die hat nämlich auch so eine Papierblöcke. Hier dann drauf. So. Genau. Und so soll mein Büchlein werden. Und jetzt nehme ich mir meine Mega-Stanze. Die finde ich ja so cool. Und da ist ja auch, die ist ja von Kreativ-ID. Ne, die kann ich euch echt empfehlen. Und da muss ich jetzt gleich mal gucken, wo ich da loche. So. Wenn es geht, so ein bisschen mittig. Ich mache das ja Pi mal Daumen. So, jetzt ist die Frage. Ja, ich will das ja jetzt so, dass ich denn alles gleichmäßig mache. Da würde ich mir jetzt hier, habe ich das Washi-Tape, hier ein bisschen von dem Washi-Tape und mache mir da, wenn es denn abgeht hier, mache mir da so eine kleine Marke hin. Und dann muss ich das so rum. Wie denn nun? Ja, das ist schon genial, weil es so dünn ist. Aber wir können auch, ich habe hier noch hier so ein anderes. Vielleicht geht das besser ab. Hier. Ach so. Genau. Dann nehme ich mir jetzt so ein Stück. Und klebe mir das da jetzt hin. Und danach lege ich jetzt das Papier ein. Und stanze das durch. So.
Das mache ich jetzt mit den anderen auch. Mal sehen, ob ich ein paar mehr Seiten. Nein, ich muss klar schauen. Ich brauche das so einzeln nehmen. Und das stanze ich jetzt einmal durch. So, jetzt habe ich das ja alles ausgestanzt und gelocht. Und genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist das Teil, was ich ausgestanzt habe. Das könnt ihr natürlich auch noch toll als Passepartout benutzen. Ne? Mit dieser Form. Das ist natürlich auch mega. Das geht natürlich auch. So, und jetzt habe ich mir die Ringe rausgesucht hier. Und jetzt mache ich einfach die Ringe rein. Die sind auch von Kreativ-ID. Falls ihr da Interesse dran habt, du und ich sind beide Partner bei Kreativ-ID. Da könnt ihr euch auch einen Katalog bei uns anfordern. Da nehmen wir dann den Katalogpreis für. Und wenn ihr dann was bestellt, dann kriegt ihr das von uns erstattet. Genau, Katalogpreis plus Porto. Und ja, die haben mega coole Sachen, gerade im Scrapbooking-Bereich. Da zeige ich euch auch noch das ein oder andere. Aber diese Stanze, die hatte mir das von Anfang an angetan. Ich finde das einfach mega. Da kann man so viel mitmachen. Auch euch ja schon einiges gezeigt. Und dann braucht man einfach die Blätter nur reinklicken. Und das Buch, also das sind sogar noch zwei zusammen hier. Und das Buch brauche ich ja nur einmal machen. Und den kann ich mal ja immer wieder neue Seiten dazu machen. Und die Seiten, die ich dann fertig koloriert habe, die kann ich dann rausnehmen. So. Und dann, wie gesagt, habe ich ja jetzt hier verschiedene Papiere drin, dass ich sowohl Aquarell kolorieren kann, wie auch mit Alkoholmarkern oder mit, was ich am liebsten mache, mit Farbstiften. So, und schon ist mein Stempelbuch soweit fertig. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen was drauf machen, mal gucken, da hole ich mir mal ein paar Sticker. Mal sehen, was passt denn da so Schönes drauf. So ein paar Gräser oder hier so ein bisschen nostalgisch. Die habe ich auch alle von Temu. Diese. Ja, das passt doch gut darauf. So. Jetzt geht das wieder los hier mit diesen Abnippeln. Abnippeln. Das hört sich aber auch an, ne? So. Genau, das finde ich schon mal richtig cool. Hier oben haben wir dann noch so sowas. Das könnt ihr dann ja gestalten, so wie ihr für euch das passt. Ganz aufwendig oder ein bisschen schlichter und einfach, so wie ich mir das hier gerade mache. So, mal gucken, haben wir noch irgendwas, was da so rein kann. Ja, passt aber nichts mehr weiter zu, glaube ich. Nee, dann lasse ich das so. Das finde ich doch schon mal ganz gut. Ich hätte, wie gesagt, das auch jetzt noch weiter mit vielleicht Metallschlüssel und was man so alles hat, kann man darauf ja dekorieren. So, und jetzt hole ich mir mal einen Stempel. Dann nehme ich hier mir mal gleich. Nehmen wir uns mal dieses Set hier. Das habe ich auch schon ganz gerne gemacht. So, das geht zur Seite. Und jetzt suche ich mir die Seite raus, die ich bestempeln will. Und dann kann ich das so machen, dass ich mir zum Beispiel jetzt das Blatt rausnehme. So. Dann kann ich mir eine Stempelhilfe nehmen. Ist auch von Kreativ-ID, ist richtig gut, weil die einfach hier hinten und hier vorne einfach gleich ist und ihr den gleichmäßigen Abdruck habt.
Hier hinten hat sie noch Schaumstoff. Das heißt, wenn ihr das hier rauflegt und mit Holzstempel stempelt, dann habt ihr hier auch noch mal ein schönes Stempelergebnis. So. Dann gucke ich mal. Weil ich werde mir dann ja nachher die Stempel auch ausschneiden. Und dann will ich mal gucken. So. Dann nehme ich hier meinen Stempel. Das sind jetzt die Stempel von Clubland. Und mein Memento-Stempelkissen. Ach, was mache ich denn jetzt? Auch nicht schlecht. Doppelt gemobbelt. Ja, es ist, wenn man nicht so ganz auf dem Damm ist, ne? Dann kann man schon vieles anders machen, als man es eigentlich wollte. Nein, ich habe doch extra die Stempelplatte gewählt, damit ich dann hier gleich ein paar mehr. Also ich mache mir diese jetzt alle so nebeneinander, weil ich, wenn ich die gestempelt habe, schneide ich sie anschließend aus. Also wenn ich sie koloriert habe, schneide ich sie anschließend aus. Und deswegen kann ich hier gleich ein paar mehr machen. So. Runterdrücken, aufnehmen. So. Und jetzt ist nämlich, wenn das jetzt nicht gleich beim ersten Stempelabdruck funktioniert, dann ist immer so eine Stempelhilfe einfach total klasse. Eine ist auch sogar noch im Flohmarkt drin bei mir, eine Stempelhilfe. Auch eine ganz tolle Stempelhilfe und noch viel größer als diese hier. Ja, ich habe mich von ein paar Sachen ja getrennt, weil, wie gesagt, wir müssen mal gucken. Wir haben ja nur eine geringe Anzahl an Platz hier. So, und jetzt habe ich hier noch so eine Wische. Ups, was war das? Oh, das war eine Speicherkarte. Mal gucken, dass ich die nachher gleich wieder zu fassen kriege. So. Ja, und jetzt seht ihr, da hat es das nicht richtig abgestempelt. Und da kann ich jetzt nochmal raufgehen. So, hier war das hier oben. Manchmal geht es auch besser, wenn man das mit den Fingern macht, als mit diesem Ding hier, habe ich festgestellt. So. Ja, hier geht er auch nicht so. Ja, da oben ist auch alles jetzt. Spitze hat er dann noch nicht. Ja, nochmal die Spitze. Und hier nochmal das Ding. So. So. Und wie gesagt, sie geht nämlich hier hinten auch runter. Und das ist total cool. So, wunderbar. Perfekte Stempelabdrücke. Naja, hier habe ich jetzt was draufgekriegt. Das ist aber nicht so schlimm. Genau. Und jetzt kann ich das. Habe ich da denn jetzt drauf? Nee. Ist da irgendwas am Stempel drin gewesen? Ne, da war's, das war das Papier. Oh, so, Schweinerieren kann ich auch. Aber das macht ja nichts. So, jetzt packe ich die mal zur Seite. Und jetzt kann ich das hier in mein Büchlein reintun. So, und wenn ich jetzt hier, dann kann ich hier überall stempeln, werde ich jetzt alles Mögliche abstempeln. Und dann, wenn ich dann irgendwo bin, nehme ich meine Federtasche und kann dann jetzt anfangen zu kolorieren und brauche einfach nicht viel Platz. Und wenn ich das dann fertig koloriert habe, dann kann ich das rausnehmen, ausschneiden, auf Karten setzen und kann mir dann wieder ein neues Blatt ausstanzen und da reinmachen. Genau, finde ich einfach eine tolle Idee, dass man dann einfach mal so ein paar Stempel im Voraus hat, die man so im Voraus koloriert.
Ja, und das ist wie gesagt dann so ein Sonnenblatt und dann sind hier eben halt Aquarellblätter drin. Ich werde hier auch noch normales, also nicht normales Papier, sondern Designpapier werde ich mir ausstanzen reinmachen. Dann Buchseiten werde ich mir ausstanzen und da reinmachen, dass ich einfach so für jede Gelegenheit nachher so ein schönes Stempelmotiv habe. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel eine Karte mit euch mache, dann kann ich einfach dieses Buch nehmen und dann kann ich reingucken, was für ein Motiv will ich da jetzt drauf haben auf der Karte und dann kann ich mir das rausholen, dann habe ich das schon fertig. Ich fand das eine coole Idee, ist mir gestern Abend eingefallen, als ich nicht schlafen konnte. Das habe ich immer, wenn mir das nicht so gut geht, dann kann ich auch meistens nachts nicht schlafen. Aber das macht ja nichts, dann kommen ja immer wenigstens gute Ideen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.